Hallo und willkommen zu einer Folge Cassette Beast. So, wir wollten heute mal einfach mal von der Seite aus hier unten in dieses Gebiet reingehen, weil ich hoffe einfach mal, dass wir quasi übers Wasser dahin schwimmen können. Weil wir hier auf jeden Fall so einen Steg und hier links kann man auf jeden Fall ja noch irgendwie rumschwimmen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir hier hochkommen und fertig. Was kannst du dich wegschubsen? So, guck mal an, sind wir in der neuen Stadt hier quasi. Einen neuen Teil von der Stadt. Der Westen von Hafenstadt. So, kann man die Brücke jetzt irgendwie runterfahren lassen? Wir müssen irgendwas da raufschmeißen. Dann geht das auf jeden Fall. Ey du, steig mal darauf. Ach nee, wir müssen einfach nur darauf treten. Müssen wir jetzt drauflegen. Die Brücke ist wieder da. Hui. So, falls ist hier jetzt auch irgendwas in der Stadt. Ah, das war's auch schon. Wenigstens ist die Stadt schon zu Ende, sehe ich gerade. Okay, ich habe irgendwie gedacht, hier kommt ein bisschen mehr Stadt. Was hat man jetzt irgendwas davon? Ist jetzt irgendwas Besonderes hier noch? Das gefühlt er sah nicht so aus. Alles stinknormale Häuser gefühlt. Da steht aber irgendwas dran. Heimatmuseum, Hafenstadt, Geschichte unserer unglaublichen Gemeinschaft. Ah ja. Okay, aber im Endeffekt ist das einfach nur so ein Weg, der hier rüber führt und fertig. Wenn man halt, wahrscheinlich, wenn man halt nicht von Anfang an in das Gebiet hier links irgendwie reinkommt, wenn man schon irgendwie erstmal hier hingeht und dann hier so langsam rumgeht. Und fertig. So, okay, sind wir ja weiter am Strand. Hier soll ja auch in Ketten gewesen sein, nicht hier? Ketten irgendwas? Haben wir auch letzte Folge noch ein Gerücht von bekommen. Da unten ist auch wieder irgendwie so eine kleine Mini-Insel. Steht ja wahrscheinlich da drauf, oder? Komm ich hier mal hin. Ja, doch ist er das. Okay, der sieht aus aber wie ein Wassertypi. Gegen Wasser hauen wir dich erstmal wieder raus. Auch wenn wir dich gerade quasi dafür umgewandelt haben mit den Attacken. Deswegen hätten wir auch gedacht, ich habe eben nochmal so nachgeguckt, so haben wir noch irgendeine Attacke, die mehrere Gegner trifft, irgendwie vom Feuertyp ist oder so, haben wir leider nicht auf ihn. Aber dabei habe ich gesehen, von der Theorie her könnten wir noch bei einem anderen Monster, später hier die AP-Fabrik, das quasi, das ist ja, dann geben wir jetzt halt hier ihn AP-Fabrik, dann gibt er noch die ganzen AP auf ihn, weil er wird ja dann der Carry sein, gegen den anderen Captain unten. Aber das ist dann ein Problem der Zukunft. Erstmal gucken wir mal, ob wir den hier Plan machen können. Captain Skip. Junge, die Außenwäldler stellen wirklich eine Menge Zeug her, oder? Hallo, ich bin Skip, einer der Ranger-Captains auf Neuviral. Ich sammle unsere Tiere das ganze Zeug, das ihr Außenwäldler herstellt und das dann hier landet. Elektronische Geräte, Möbel, alles mögliche, das wird alles hier angespült und von uns genutzt. Was auf einer Welt Müll ist, ist auf anderen ein Schatz, nicht wahr? Sag mal, bist du ein neuer Ranger-Auszubildende? Der ein Talent fürs Kämpfen hat. Ich könnte wohl ein kleines Polster vom Müll machen, wenn du Lust hättest. Was? Ich könnte wohl ein kleines Polster vom Müll machen, wenn du Lust hättest, meine Herausforderung anzunehmen. Da fehlt noch irgendwie ein Wort. Egal. Bist du bereit, gegen Captain Skip zu kämpfen? Vielleicht ist er jetzt auch gar nicht Wasser. Und hat er das blau angezogen, steht er irgendwie mit auf dem Wasser. Aber wenn er irgendwas mit Müll zu tun hat, wäre es aber Gift. Here we go. Und? Metall. Okay, hätte ich trotzdem hätte doch mal Feuertypen vorbereiten können. Auch gut. Schade. Na egal. Dann gehen wir bei dir aber auch erstmal für das Ding hier. Du machst deine Wall, damit du über Akku ziehst. Aber ist auf jeden Fall wesentlich schwächer, ne? Das ist 6 Level unter dem anderen. Der andere war Level 42, oder? Auf jeden Fall der andere war schon irgendwas mit 40. Das ist das Mutterschiff. Oh lol, das ist einfach so ein Mini-Ding. Das ist die Vorentwicklung davon noch, ne? Das ist eine zweite Entwicklung dann, oder was? Ja, kann aber nicht haben, wir haben nur 6 AP eigentlich, ne? Was ist denn das für ein Vieh, ey? Okay, der ist ja, was hast du doch? Ein Metallband? Ich würde sagen, ich sehe die ja gar nicht. Der hat ein Metallband jetzt bekommen. Aber, was soll ich sagen, wir sind der Typ-Vorteil, von daher ist es uns eigentlich scheißegal, oder nicht? Ich denke, eigentlich bei dem mal wieder sparen für die Sintflut, ne? Das heißt, du machst aber auf jeden Fall auch noch die Verteidigung niedriger. So, fragst du, was machst du? Ein Schwächeanfall? Dann stimmt beim Batterie war eigentlich die Taktik, ne? Ich meine, also ich brauche, von der Theorie her brauchen wir keinen Schwächeanfall mehr, da die eh schon gleich beide runter sind, aber egal. Das sind ein paar mehr Runden drauf. Haben wir 6 Runden lang für niedrige Verteidigung. So, das Ding ist eher, wir müssen auf jeden Fall weiter mit ihnen auf den Typen da gehen.
Denn die Wand geht jetzt zwar kaputt, aber er ist halt schneller. Das heißt, du machst weiter auf ihn da. Ja. Ja, durch Sinnflut ist der dann hoffentlich auch tot einfach. Ja, sollte der auf jeden Fall, ne? Fehlgeschlagen. Bislang steht es nicht gut, aber ich kann nicht versprechen, dass ich mich weiterhin zurückhalte. Der Mülleimer. Ja gut, Sintflut. Und dann kannst du mir auch einfach auf Batterie gehen auf ihn, ne? Ah, das ist Plastik. Ach komm, machen wir aber trotzdem. Aber so viel Damage drauf haben wir geht, ganz ehrlich, ey. Ich hab nicht so viel, hat gar nichts gemacht, hat sich ja gar nicht gelohnt. Aber, deswegen ist er jetzt eh wieder tot. Okay, der ruft aber auch noch einen Verbündeten, was auch daneben geht. Gut, da der jetzt halbes Leben verloren hat. Also, jetzt kann ich selber, dafür kann ich aber so machen, macht sogar mehr Damage. So, das macht mehr Damage. Ding ist, seine Batterie macht das nicht mehr so viel Damage, obwohl es macht immer 80 Damage, ne? Also wenn ich nur Batterie einsetze, macht es immer noch mehr Damage als Stürm. Ohne wenn ich vorher Stürm benutze. Ja, okay, der ist tot. Ja, hat man gleich einen Unterschied gemerkt, ne? Die paar Level, ey. Den habe ich schon relativ easy jetzt weggemacht. Wow. Du hast mich dastehen lassen wie altes Eisen. Vielleicht habe ich dich unterschätzt. Du hast meine Erwartung absolut übertroffen. Hier ist deine Belohnung. Aber irgendwie, dass es da zwei Metalltypen gibt, ne? Weil der ist ja jetzt Typ Metall und Plastik am Ende gewesen, okay. Aber trotzdem, der andere ist dann auch ein Typ Metall. Schon irgendwie ein bisschen strange, ey. Invasion. Trifft jetzt sie so oft, wie sich einmal invasiert. Achso, was war das? Ja. Okay. Gut, dann tun wir jetzt trotzdem wieder erstmal unseren Feuertypen hier da vorne. Okay, dann, ja, falls hier überall nur Wasser. War hier der Friedhof? War hier unten nicht ein Friedhof? Bin ich irgendwie dumm oder so? Nee, ich weiß nicht mehr der Quest. Die Quest muss ja irgendwo hier gewesen sein. Ja, da, doch, da unten ist ein Friedhof. Das heißt, da unten ist auf jeden Fall noch irgendwo Land. Mensch, komm, wir schwimmen jetzt hier rüber. Ich komme. Okay. Dann komme ich hier nicht hoch. Dann gehen wir gleich runter und müssen nach oben links. Okay, da geht's auch nicht weiter. Hier ist auch ein Ab. Loop. Da kann er nicht schwimmen. Kann auch da voll. Da. Ja, immer damit den Captain flach gemacht. Das wissen wir jetzt eigentlich, wo jeder Captain ist. Uns fehlen noch drei Stück, ne? Jo, da haben wir da noch einen. Und jetzt die Frage, ob das hier. Das ist ein tiefes, irres Gelächter aus in einem der Gräber im Friedhof, was die von mir gehört hat. Das könnte halt auch ein Erzengel sein, ne? Und das ist ja auf jeden Fall ein Ketten. Das sind Makler. Das weiß ich halt nicht. Komm mal gucken. Vielleicht ist es auch einfach ein Geister. Geisterketten. Warum steht hier schon wieder ein Makler? Ist ja auch irgendwo ein Maklergebäude in der Nähe. Uff, wie schwach die jetzt sind hier, ey. Ich glaube, ein bisschen. Ich habe ja zwischendurch gemerkt, dass ich in dem 45er-Gebiet ein bisschen falsch bin. Ich habe ja schon gegen Erzengel gekämpft, der 45 war. Ist ja eigentlich nicht so in der Sache. Sind die jetzt hier ein bisschen schwächer, die Gegner? Aber die links hiervon ist auch gleich wieder der Sumpf und da sind die ja wieder stärker, also. So weit weg ist das jetzt nicht unbedingt. Dün, 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 dün. So, aber hier oben war doch eigentlich gar nichts mehr, ne? Hier ist ja nur der Weg wieder rein gewesen zur Hafenstadt. Maklergebäude war jetzt eigentlich nicht. So, in dem Viereck ist auch gar nichts drin. So, und ich schätze mal. Ich glaube, guck mal, die Brücke muss noch von der anderen Seite öffnen. Das heißt, weiter als hier kommen wir gar nicht. Ja, guck mal an. Das heißt, wir müssen jetzt hier von hier oben runter und dann werden hier die Gegner wieder stärker sein, okay. Gut, wir laufen jetzt aber auf jeden Fall von da straight dahin, dann machen die Brücke darunter.
Weiß von, obwohl kann ich von da aus auch nicht schneller dahin, ne? Ob ich nur von da dahin laufe oder von da dahin später. Das macht dann auch keinen Unterschied mehr. Ja, irgendwo muss doch eher noch ein Schnellreisepunkt sein. Also ich schätze mal hier, wahrscheinlich bei dem Friedhof oder so. Gerade wenn da vielleicht auch ein Bahnhof ist und das ein Erzengel ist, dann ist da auf jeden Fall wieder ein Schnellreisepunkt denn. Ist das eigentlich Hamburg bis jetzt nur die, wir haben eigentlich nur, einfach nur eine, ein Haus bekommen quasi extra, ne? Sonst waren es immer nur die Bahnhöfe. Als Schnellreisepunkt. Wir haben einmal dieses, hier das Ranger-Haus hier. Das sind jetzt nur die Bahnhöfe, die Schnellreisepunkte sind. Ich habe halt zwischendurch gedacht, okay, wir kriegen vielleicht noch mehr von diesen Gebäuden, also irgendwelche Häuser, Safe-Häuser so quasi in der Art und Weise. Aber scheint ja nicht der Fall zu sein. War anscheinend nur dieses Ranger-Gebäude da. So, jetzt dürfen wir aber auf jeden Fall gleich nicht runterspringen. Da müssen wir irgendwie oben. Oh, wir müssen runterspringen. Okay, da müssen wir doch irgendwie außen rumrennen. Um das Ding da unten aufzumachen, weil hier hinten dieser Konvejer, glaube ich, nicht hoch, wenn ich mich nicht täusche. Ich kann das Ding wieder hochfahren, ist die Wand wieder oben. Geht das? Oh ja. Ich weiß, kann ich da rüberlaufen über die Wand? Ich glaube, ich komme erst gleich wieder hoch, wie es aussieht, ne? Auch gut. Und hier reicht weiter. Hier reicht weiter. Ist ja mittendrin. Auch cool. Was ist das da für eine Steinplattform, ne? Okay, hier brauchen wir eine blaue Kiste. Da ist aber ein Haus, ein bisschen Farm oder so. Ah, hier ist die Brücke. Okay, das war ein Gegner. Alles klar. Fusion aus zwei verschiedenen Schleimnetz. Okay. Tja, Wasser war gar nicht Gift nicht so geil, oder? Doch, ne, aber andersrum. Also er vergiftet uns, wenn er uns angreift, ne? Auf jeden Fall. Tja, ich mach erstmal einen Klaps, damit wir danach Koch einsetzen können, glaube ich. Obwohl, du kannst den Ärzteblatt einsetzen. Weil der wird auf jeden Fall uns angreifen und uns bestimmt vergiften. Du machst ein Zielwasser. Na, das sage ich. Aber war keine Giftattacke. Sie vergiftet er uns auch nicht. So, dann kochen. Damit die Methodenschau eigentlich ganz praktisch wegen. Oder? Bei Boden gegen Gift eigentlich gut war? Egal. Status blockiert. Das ist nicht so gut. Aber erst einmal ein Down. Also der große, jetzt kommt der kleine noch raus. Tja, wir ihn lassen einfach hier down gehen, glaube ich. Ist ehrlich. Machen wir noch einen Double Claps darauf. Machen noch einen Multischuss. Also, ich brauche hier kleiner der Geist mehr aus. Scheiße, die Angriff jetzt nicht auf den drüber gehen, weil der wie schon tot ist oder so. Das wäre irgendwie ganz cool. So, und damit dürfen wir die. Wahrscheinlich fällt jetzt aber runter die Brücke. Er fällt aber runter. Logisch, weil die wurde nämlich hochgefahren, wenn man hat die nämlich einfach per Hand angefasst und so hochgezogen. Und dann hat man den Stein darauf gebatscht, damit das hält. What the fuck, ey. Als wenn da einfach kein Hebel und nichts dran ist. Da kann ich nicht hochspringen, ne? Okay. Krieg ich hier drin noch irgendwas? Hello? Pflanzenresistenz selten. Yay. Oh, mehr Verbündeten geteilt. Das wäre halt für das Metallteil ganz gut. Habe ich schon mal gegen eine Pflanzentype gekämpft? Gegen eine Pflanzenketten? Keine Ahnung. Wie ist auch dieser Hahn, ne? Was war der nochmal für ein Typ? War Luft. War eigentlich gerade nicht in meinem Team haben, glaube ich. Erstmal wieder fliehen. So, hier mal wieder ein normaler Trainer. Hier und hier ist auch der Friedhof. Okay. Durch hat er ist ein Typ Bohnen-Typin dabei. Ist klar, ey.
Machen wir den mal schnell platt, bevor der uns am Feuer tut mir angreift. Ich habe auch keine Ahnung, wie. Man sieht zwar da mal den Namen, ja. Bei Bauernskretten so habe ich nicht mehr, aber ich habe keine Ahnung, wie meine Leute heißen. Durch das halt unsere Spielernamen stehen. Ich weiß, dass wir Robin Dunn dabei haben. Ich kann jetzt sonst nicht sagen, wie ein einziger von meinen Monstern heißt. Das ist irgendwie. Keine Ahnung, meine könnte ja den Namen behalten, aber das ist vielleicht daneben dann noch irgendwie so. Dann kommt da so ein Schrägstrich und dann steht da der Monstername. Das ist irgendwie ganz geil noch. Damit sich die Namen mal ein bisschen besser merken kann. Ich habe gesagt, keinen Plan, wie meine Viecher hier heißen überhaupt. Durch das den Namen halt. Die haben sich halt einmal weiterentwickelt, dann stand der Name da. Und danach habe ich den Namen halt nie wieder gesehen, so wirklich, ne? Was hast du noch? Nochmal das Ding. Okay. Platt gemacht. Glitterbombe trifft ein Ziel. Tja. Von Typ, was ist das denn? Kennen wir die Typen schon? Typ Fee oder so gefühlt, ey. Du hast einen Werferbomben. Setzt einen Wall als Geschoss ein. Die Restdauer vervielfacht den Schaden. Okay. Das heißt, wenn ich eine Wand habe, die noch komplett heil ist, mit drei Runden, dann mache ich 150 Schaden damit. Von der Theorie her. Tja. Weil wenn er zwei Runden kostet mir aber insgesamt nur 2 AP und 20% Leben. Für 150 Damage. Das ist eigentlich echt nicht schlecht nur von der Theorie her, ne? Ach, ist aber ein Fernkampfangriff. Oh, wir sind ja, das ist ja ein Nahkämpfer, der Typ, ne? Wir könnten da mal die Glitterbombe raufnehmen, anstatt das Spucken. Einfach, damit das Ding mal keine Giftattacke hat. Weil sag, immer, wenn wir gegen Typ Stahl oder so spielen, der kommt raus, ist mega scheiße irgendwie. Das machen wir auch mal. Machen wir hier Kassette ansehen. Spucken weg. Bei 7% Crit-Chance. Bei Butter haben wir auch Crit-Chance, aber egal. Wie gesagt, bei leerem Platz, da ist eh kein leerer Platz drauf. So. Dann weiter Richtung Friedhof. Beziehungsweise will ich, glaube ich, einmal kurz dich mal austauschen. Will hier dich austauschen, so rum. Tun wir da doch mal dich hin. Aber eigentlich müsste ich mal, wenn dann, dich daran batschen, weil du ja eigentlich auch mit dem Bonus hast. Ich frage mich ja auch, die kriegen ja jetzt ja immer noch mit 5 Sternen Erfahrung. Werden die denn jetzt wirklich 6 Sterne? Weil ich habe mich ja noch nie irgendwie erreicht oder so, ne, ist das Ding. Weil was passiert denn jetzt noch, wenn der Erfahrung voll ist? Weil entwickeln tut sich nicht mehr. Sind wieder auf 0 Sterne kommen. Jetzt ist ja wirklich Gegner. Ah ja. Ich wollte wissen, ob das Gegner sind oder bei welchen Statuen. Na komm, machen wir die platt. Zu den Pflanzentypen da. Alter, macht so viel Damage, ne? Verteidigen. Hört den Nahkampf und Fernkampfabwehr des Benutzers. Das ist natürlich eigentlich gar nicht schlecht, ne? Deswegen ist der Scheiß schon so viele Attacken, wo wir denken, eigentlich sind die alle geil. Und die Pflanzenresistenz könnten wir raus. Die hat Pflanzenresistenz noch drauf. Gut, ist halt Wasser, also die Theorie ist halt nicht schlecht so gesehen, ne? Solange wir nicht gegen Pflanze kämpfen, ist es aber nicht unbedingt notwendig. Die Abwehr ist so, ja, lohnt sich ja schon, weil die Abwehr bei dem ist auch nicht so hoch. Ja, dann werde ich gegen Pflanze kämpfen explizit, also wenn wir gegen Pflanzenranger, Pflanzen hier Ketten so haben oder so. Lohnt sich das eigentlich gar nicht unbedingt. Oder halt in den Gebieten, wo so relativ viele Pflanzen rumlaufen, aber tut sie ja momentan nicht, wie auf dem Friedhof. Ist das eine Kiste, die wir aufmachen können? Jo. Phasenverschiebung, der Benutzer kann mit seinen Angriffen Geister treffen. Okay. Brauchen wir das hier? Ich hoffe mal nicht, ja. Okay, das wäre so ein Typ, den wir drehen können. Vielleicht finden wir davon noch mehr, aber hier. Guck mal, ja, das ist ein Bahnhof. Sieht man schon. Das Ding fährt nachher nach oben. Das da oben ist der Bahnhof. Und wahrscheinlich müssen wir die alle hier blau machen.
Und dann fährt der Bahnhof nach oben. Erstmal war meine Vermutung. Und der fährt erstmal nach unten. Und da oben ist aber ein Schalter. Denkst du, der ist leider kein Lagerfeuer bisher in der Nähe irgendwie noch, ne? Ich glaube nicht, dass da noch eins sein wird, wenn die hier schon zwei sind. Wenn ich mir so einen Abstand mal zwischen den Lagerfeuern angucke. Obwohl, an sich könnte hier noch eins sein oder so, hoffe ich mal irgendwie. Wäre sonst ein bisschen nervig. Blub. Okay, mal gucken wir nochmal kurz, ob hier unten jetzt irgendwie ein Lagerfeuer hoffentlich ist. Ah ne, ist aber noch Strand, wa? Da ist ja der andere Captain. Na, immerhin haben wir jetzt einen, hier einen Schnellreisepunkt zu dem Captain, der da unten noch ist. Ich guck mal trotzdem mal weiter hier oben. Die beiden Felder können wir jetzt auch noch aufdecken. Okay, hier ist aber auch keiner. Da ist noch eine Höhle. Das heißt, da ist wieder eine Kiste drin. Schätze ich mal. Dem jetzt hätten wir wahrscheinlich wieder irgendein Gegner sein, warte mal. Was wird denn da für ein Gegner sein? Bestimmt ein Giftgegner, oder? Wir tun dich mal da oben, obwohl, wir lassen es aber so. Aber rein da, auf die Kiste zusprinten, gegen Gegner kämpfen. Ui. Wer hätte damit gerechnet? Schleimlord. Okay, da ist der Schleim auf jeden Fall drin, was ist der andere? Die hören das jetzt aus wie unser komischer Raufbolter, wie der hieß. Ist der was mit Lord, der Typ? Bestie, war der Bestie? Ich weiß das gar nicht mehr, was der war. Na, wir machen erstmal ein Zielwasser. Du machst auch erstmal ein Zielwasser. Das Ding ist, wenn ich das richtig sehe, ist der wahrscheinlich schon tot. Aber weil er eh schneller ist und ihn nochmal angreifen wird. So rein von der Theorie her. Aber hey. Was soll's. Ja, gut, können wir halt nichts gegen tun. Hochheilen bringt auch nichts, das ist eh wie Half-Life. Okay, warte, macht jetzt aber die Nahkampfangriffe noch zu Fernkampfangriffen. Das heißt, wir sollten jetzt wahrscheinlich keinen von unseren Nahkämpfern rausholen, wenn ich es richtig sehe. Du musst aufziehen halt. So, noch ein Multischuss. Hat irgendwas Gift. Also wie das war Gift bei Bestie normal einfach nur, ne? Nee, Gift war Gift das auch. Ja, schön Denkfehler gehabt. Okay, dann machen wir die Bomben-Explosion, glaube ich. Das macht er einfach sagen, ein Kackschild, ne? Ging auch daneben, ey. Naja, immer das da durch die Wand wieder weg. Von daher eigentlich nicht schlimm gewesen. Bomben-Explosion ist eh daneben gegangen. Oh, mehr AP für uns. Und jetzt bist du down. Wie gesagt, die Kleinen sollten mir hier kein Problem darstellen. Ach, der war da drinne. Ah. Ja, Folklord. Deine Meteoritenschauer. Ja, das können wir leider nicht einsetzen. Oder so. Okay, was kriegen die für einen Effekt bei der Attacke? Funkelnd. Wenn du einen Angriff des Glittertyps landest, wird das Ziel mit einer Glitterschicht bedeckt und ebenfalls zu einem Glittertypen. Ah. Lol. Okay. Das muss man nur wissen. Wenn der Monster des Glittertyps mit dem Elementarangriff eines beliebigen Typs trifft, ändert sich der Typ. Ach lol. Okay. Das ist wahrscheinlich eher so die Kombo, denn die man daraus macht. Ich wollte sagen, was Frage wäre dann halt, was gut gegen Glittertyp ist. Okay, jetzt hat er mit dann ist der Typ Boden geworden. Das ist natürlich eigentlich scheiße für uns. Aber naja, vielleicht können wir es in Zukunft noch irgendwie gut verwenden. Frage ist halt, zählt das, ob das wohl bei Engeln zählt? Für Engel haben wir eigentlich bisher gar keinen Typen. Ob ich die so einen Typ zuordnen könnte und das für mich ausnutzen kann? Das wäre noch die Frage. Das ist dann die Frage. Ich dachte, du machst den hier dann einfach auf jeden Fall mal platt. Ach gut, der ist halt Bonus, der ist eigentlich gut gegen Gift, da kommt Scheiß drauf, wie halt beim.
Der Ding ist, der würde jetzt eh durch Gift sterben. Eine Scheiße. Ah doch, der kann auch perfekt, der greift noch an. Das heißt, das Gift macht ihm jetzt noch Schaden, oder nicht? Der ist ja nämlich tot und er greift den anderen Typen an. Zum Glück. Oh, falls er da überhaupt so kommt. Sieht nicht so aus. Ich bin halt down, ey. Lederbombe. Zweier-Kombo. Trifft mehrmals jedes Mitglied eines Teams. Joa. Da kann sich kein Multitalent wieder rausnehmen. Setze ich eh nicht wirklich ein. Oder das Ding. Das ist eigentlich auch so eine Attacke, wo ich mir denke, brauche ich eigentlich auch nicht. Bei 4 AP dafür auszugeben, bei der 50% Präzision, ist halt einfach so, wo ich mir denke, boah, nee. Machen wir das raus. Wo wir wahrscheinlich eh einfach bei unserer Kombo mit Stürme und Batterie bleiben. Würde ich mal so sagen. So, jetzt können wir noch den Kistenloot. Okay. Dann müssen wir mal kurz noch die Attacke sortieren. Bei ihm. Du kommst dann nämlich dahin. Obwohl. Batterie macht eigentlich mehr Damage, oder nicht? 80? Ne, 120. So, dann decken wir kurz das Feld unten links noch auf. Und dann haben wir quasi die Karte fast komplett aufgedeckt, fehlt nur der Berg oben, obwohl ich immer noch nicht weiß, wie wir da hochkommen, ist das Ding. Ich habe immer noch niemanden gefunden, der wie klettern kann. Also muss es ja mittlerweile irgendwo gegeben haben eigentlich. Ich weiß halt nur nicht, habe ich das Vieh noch gar nicht gesehen? Oder, ja, ich habe es halt gesehen, aber nicht gefangen, weil ich mir gedacht habe, brauche ich nicht. Ja, okay, dann gebe ich jetzt nochmal heilen und danach gehen wir dann in den Bahnhof und den Captain nächste Folge. Je nachdem, ob wir den Bahnhof überhaupt schaffen. Und ich habe noch gar nicht freigeschaltet. Was soll ich noch machen, bevor ich hier abhaue, damit ich hier wieder nicht importen kann? Wo komme ich überhaupt wieder hoch? Ja gut, wenn ich ewig außen rumrennen muss, dann gehe ich mich heilen und renne da wieder hin. Okay, das war's dann für heute. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.